Ein wunderschön. Ja, ich habe ja auch vorhin schon das Autofahrvideo gemacht. Jetzt bin ich im Tattoo-Studio. Wir haben auch schon Wolle ist am Drücken. Hast du ein Bild da gerade mal griffbereit? Nee, wa? Kopierst du gerade? Ja, kommt gleich und dann kann ich euch schon mal zeigen, was so in etwa raufkommt. Das wird dann hier und hier sein. Die Seite werde ich euch unten drunter verlinken von Stechfreunde. Ich bin nicht richtig drauf, so. Werde ich euch unten drunter verlinken und ja, dann mache ich jetzt hier erstmal einen Cut und wir sehen uns nachher wieder, wenn ich im Stuhl sitze und dann werde ich so verschiedene Etappen vom Tätowieren filmen. Ich wünsche euch was. Ahoi. So Leute, jetzt geht's los. Arme halbwegs nackt, ja, aber hier seht ihr noch nichts. Hier noch nichts. Der Wolle packt gleich auf. Dann zeige ich euch, wie es aussieht, wenn es drauf ist. Und dann mache ich so zwischendurch ein paar Sequenzen. So, und da bin ich auch schon wieder. Ich werde euch mal nach unten richten. So, ich weiß nicht, ich sehe jetzt ganz schlecht, aber die Matrizen sind drauf. Werde ich mal so machen, sehe ich vielleicht ein bisschen besser. Ja, ist der Flügel, ist ein Rabe. Und hier ist halt der nächste Rabe, sind fast identisch, plus dass halt der guckt nach da und der guckt nach da. Ja. Gleich geht's los. Ich halte euch natürlich wieder auf dem Laufenden. Ich habe bei Facebook auch gerade schon ein paar Bilder gepostet von der Matrize. Aui. Jo, da bin ich auch schon wieder. Ja, jetzt ist ja eine Rabe fertig. Ich muss mein Mikrofon gerade festhalten hier. Jetzt seht ihr das praktisch hier unten. Hier ist der Kopf. Und da ist der eine Flügel, der geht dann so nach vorne. Ich hoffe, das kann man auch so halbwegs erkennen mit dem Licht. Ja, und der kommt jetzt auf der anderen Seite jetzt auch noch. Ich bin froh, dass der Arm jetzt vorbei ist. Ach, in der Innenseite hat das schon ganz schön gezeckt. Aber ich bin froh, dass der Arm jetzt fertig ist. Jetzt der nächste Arm. Und dann mal gucken. Dann noch Termin ausmachen für das nächste Mal, also nächsten Monat. Geht ja weiter. Die Arme sollen ja fertig werden. Bis dahin bin ich erstmal weg. Wir sehen uns gleich wieder, wenn der Arm fertig ist. Also die Matrize ist ja schon drauf, habe ich ja vorhin schon gezeigt. Jo. So, da bin ich auch schon wieder. Der Arm ist jetzt fertig, also habe ich ja vorhin schon gezeigt. Ist jetzt Folie drum. Jetzt ist der Arm fertig. Ja, das. Ja. Ich hoffe, ich sehe das auf dem kleinen Display. Also hier ist der Flügel, da ist der Körper. Der Kopf guckt nach da, da ist der Kopf. Ja, bei Facebook teile ich Bilder. Vielleicht mache ich auch mit den Bildern nochmal ein extra Video, ich weiß es nicht. Gucken, kann man das vielleicht so besser erkennen. Ja, also ich sehe das jetzt nur auf dem kleinen Display und da sieht das nicht so. Das spiegelt es ein bisschen, aber sieht geil aus. Ist ja auch schon Vaseline drauf. Dann kommt gleich noch Dings drauf und jetzt die nächsten Tage verheilen lassen und schon den Termin machen heute für den nächsten Termin. Ich werde zu Hause versuchen, dieses Video gleich oder die Videos gleich zu bearbeiten, dass die vielleicht heute Abend noch hochkommen. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wir sehen uns.